463 Kilometer schwimmen, 21.624 Kilometer Radfahren, 5.064 Kilometer laufen. Das ist der Weltrekordversuch von Extremsportler Jonas Deichmann. Er läuft 120 Ultratriathlon am Stück, jeden Tag bis September. Und er kann es nicht erwarten, durchzustarten. Letztendlich muss ich sagen, ab heute ist mein Leben ziemlich einfach, weil vorher habe ich noch jede Menge zu organisieren gehabt und so viele unterschiedliche Dinge. Und jetzt habe ich einfach eine Aufgabe und alles andere wird mir abgenommen. Und naja, es gibt andere Herausforderungen, aber ich freue mich einfach ungemein, dass es endlich losgeht. Jeden Tag beginnt er um 7 Uhr mit 3,8 Kilometer Schwimmen im Rotsee bei aktuell 15 Grad. Nicht nur eine enorme Leistung des 37-Jährigen. Hinter den 120 Ultratriathlon steckt noch viel mehr. Von Essen über Equipment-Checks hin zur Regeneration. Er braucht 10.000 Kalorien am Tag. Das kann man aber gar nicht nur über Gels und Riegel abdecken, sondern er möchte natürlich auch was essen. Also da ist sehr, sehr viel Logistik dahinter, die laufen muss, damit der Jonas so in 12 Stunden finisht. Das ist die Zeit, die er jeden Tag machen möchte, damit er dann noch Physio, Pressetermine und dann auch noch genügend Schlaf bekommt, um zu regenerieren für nächsten Tag. Extremsportler Jonas Deichmann macht das Ganze aber nicht nur zum Spaß, wenn man es so nennen will. Mit dem Weltrekordversuch sammelt er unter anderem auch Spenden für die örtliche Kinder- und Jugendfeuerwehr. Einen von 120 hat er schon geschafft. Das war ein Wahnsinnstag, was für eine Atmosphäre vom Morgen schon im Schwimmstart, schon auf der Radstrecke, also Franken. Unglaublich, was für ein Empfang hier, auch in allen Ortschaften, im Wald sind Leute und feuern an und sind dabei. Also wirklich ganz, ganz toller Fahrtag. Am 5. September ist der Weltrekord dann hoffentlich geglückt. Wir drücken die Daumen.